I was thinking about doing this talk sitting down. Ich habe über das Halten des Abendvortrages nachgedacht, als ich dabei war, mich hinzusetzen. But I've never been successful at it. Genau, aber mit dem Hinsetzen, es hat nie erfolgreich geklappt. Because it's also true in the process of doing such a talk. Weil es auch wahr, im Verlauf einen solchen Vortrag zu halten. And I often get quite impassioned. Ist, dass ich dabei oft sehr leidenschaftlich werde. It's so sitting down becomes difficult. So dass das sich hinsetzen dann schwierig wird. I mean, I start sitting down. Ich beginne damit, mich hinzusetzen. Sitting back in the chair. Lehne mich zurück im Stuhl. Then I come a bit more to the front. Dann rutsche ich schon etwas nach vorne. Then a bit more to the front. Und dann noch ein bisschen weiter nach vorne. And then the next thing, I'm out of the chair. Und als nächstes bin ich schon aufgestanden. And people say, what's up with all this excitement? Und die Leute fragen dann auch, was ist denn los mit all der Erregung, mit dieser Leidenschaft? I thought you Buddhist monks were supposed to be steady and calm. Ich dachte, ihr buddhistischen Mönchen, ihr solltet ganz ruhig und stetig sein. And all of these ideas. All diese Ideen. The topic for the evening. How many came because of the topic? Also das Thema des Abends. Wie viele sind denn wegen des Themas heute Abend hier? Both. Oh yeah. What the topic? Does anyone know? Und weiß das jemand, das Thema? No. Yeah. That's, I like that answer. That's a good answer. Ja, mir gefällt die Antwort. Das ist eine gute Antwort. I always have to ask just in front of the talk. Ich muss auch immer vor dem Vortrag direkt fragen. What the title is. Was denn das Thema ist. And then just before I start the talk. Und dann bevor ich mit dem Vortrag anfange, frage ich nochmal. And then I talk about whatever is important. Und dann spreche ich über das, was wichtig ist. What is enlightenment? Was ist Erleuchtung? I'm curious, how come they asked me to talk about this? Und ich habe mich da gewundert, weshalb ich da gebeten werde, über dieses Thema zu sprechen. Enlightenment. Erleuchtung. I mean, I suppose to talk about it, one should be. Ich vermute mal, wenn man darüber sprechen soll, dann sollte man das auch sein. And it would be arrogant of me to make such a claim. Und es wäre arrogant, dass ich sowas von mir behaupten würde. In fact, it would be arrogant of anyone to make such a claim. Tatsächlich wäre das bei jedem arrogant, der das von sich behauptet. But in the same breath. Und im gleichen Atemzug. It's also true that we are all already enlightened. Ist es so, dass wir alle bereits erleuchtet sind? It's the ideas of enlightenment. Und es sind unsere Ideen, unsere Vorstellungen der Erleuchtung, that have us twisted up in little knots. Was uns dann in wie in kleine Knoten gefangen hält. I'm chasing after our tail. Und dass wir unserem eigenen Schwanz nachjagen. Lost forever in realms of confusion. Und endlos verloren in den Bereichen der Verwirrung. It's all of our ideas of things. Es liegt an all unseren Ideen zu den Dingen. Whatever those ideas might be. Ganz gleich. Um was für Ideen es sich handelt. Peace. Frieden. Compassion. Mitgefühl. War. Krieg. Non-violence. Gewaltlosigkeit. Whatever our ideas might be. Ganz gleich, was unsere Ideen sind. You see, our ideas are driven by our intellect. Und sieh, dass unsere Ideen vom Intellekt getrieben sind. And all of the manifestations of our intellect. Und alle Manifestationen unseres Intellekts. See, it's happening. It's happening. Sieh, es geht schon los. I can't do it any other way. Das geht nicht anders. All of the ideas of our intellect. Alle Ideen unseres Intellekts. Are driven by our conditioning. Sind durch unsere Konditionierung angetrieben. And what is our conditioning? Und was ist unser Konditioniertsein? It's all the things which we have inherited. Es sind all die Dinge, die wir geerbt haben. Which have been passed on to us. Die uns übermittelt wurden. From past generations. Endless streams of past generations. Durch die vorangegangenen Generationen, und zwar endlose Ströme der vorangegangenen Generationen. Within us. In uns. Are our mothers and fathers. Stecken unsere Mütter und unsere Väter. Our grandparents. Unsere Großeltern, our great grandparents, unsere Urgroßeltern, endlessly back through space and time, endlos durch Zeit und Raum hindurch. The whole notion that there is an individual self is such an illusion. Und die ganze Idee dazu eines eigenständigen Selbst ist solch eine Illusion. The whole notion that I am not susceptible. Und die Idee, dass man selber nicht anfällig ist. To the mother in me, the father in me. Bezüglich
des Vaters oder der Mutter in einem selbst. That I'm not susceptible to the influences of the society and culture from which I come. Und dass man nicht anfällig ist für die Einflüsse der Gesellschaft und Kultur, aus der man kommt. It's such a great illusion. Das ist solch eine große Illusion. Know your history. Kennt eure Geschichte. You know, I come from the United States. Ich komme aus den Vereinigten Staaten. And I have to apologize. Und ich muss mich entschuldigen. Because I've only recently just arrived. Ich bin erst neulich angekommen. So my brain is a little thick. Mein Gehirn ist noch etwas dickflüssig. The reality of time changes. Das sind eben die Realitäten der Zeitumstellung. And I think about how I used to do this. Ich erinnere mich, wie ich das sonst so gemacht habe. I mean, I've had the privilege to visit Germany and other countries in Europe. Ich habe das Privileg, Deutschland und andere europäische Länder zu besuchen. For the past 20 plus years. Seit mehr als 20 Jahren. Now I used to get on a plane. Gewöhnlicherweise bin ich in den Flieger gestiegen. Arrive in Europe. Kam in Europa an. Get on a train. Stieg in den Zug. Go immediately to the next place. Bin sofort zum nächsten Ort. And begin to engage with people. Und habe dann angefangen, mit Leuten zu tun zu haben. Not paying any attention to the realities of transition. Und habe überhaupt nicht auf die Realitäten dieser Übergänge geachtet. It was impossible for me to be present. Es war unmöglich für mich, dabei präsent zu sein. I don't know how I did it. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das hingekriegt habe. I guess I did it in the way in which I just cleaned up the woodpile. Das ist wahrscheinlich so ähnlich, wie ich zum Beispiel einen Haufen Holz aufgeräumt habe. And I just did it. Ich habe es einfach gemacht. Without thought. Ohne Gedanken. But I wasn't able to really be present for the people. Aber ich war nicht in der Lage, wirklich für die Menschen präsent zu sein. In a way in which they deserved. In der Art, wie die Menschen es verdient hatten. Because I was ignoring the truth of my experience. Weil ich die Wahrheit meiner Erfahrung ignorierte. I used to think it takes at least 10 days. Normalerweise habe ich gedacht, dass es so 10 Tage dauert. To sort of, for my body to sort of line up with the time. Für meinen Körper, um sich der gegenwärtigen Zeit anzupassen. Well, it's been more than 10 days. Es sind jetzt schon mehr als 10 Tage. I'm still not lined up. Und es ist immer noch nicht angepasst. Yesterday afternoon. Gestern Nachmittag. I laid down, I think around 4 or 5 o'clock to take a nap. Da hatte ich mich gegen 4-5 Uhr hingelegt, um mein Nickerchen zu halten. I've arrived at that point in my life where naps are useful. Ich bin also schon in meinem Lebensalter, wo ich es so erlebe, dass Nickerchen auch nützlich sind. At midnight. Um Mitternacht. I had my head up. Habe ich den Kopf gehoben. Looked around. Habe mich umhergeschaut. And said, man, I don't want to get out of bed. Ich will überhaupt nicht aufstehen. What is enlightenment? Was ist Erleuchtung? If we think we know what it is, wenn wir denken zu wissen, was es ist, or if we grab on the ideas of it, or if we're chasing after it even, und wenn wir nach Ideen davon greifen oder überhaupt denen nachjagen, we're wasting our time. Verschwenden wir damit unsere Zeit. Sit just to sit. Sitz einfach, um zu sitzen. Walk just to walk. Gehe einfach, um zu gehen. Eat just to eat. Esse einfach, um zu essen. And see what happens. Und sieh, was daraus entsteht. In order for me to wake up, damit ich aufwache, what I have been told, ist mir gesagt worden, or let's say what I've learned, oder sagen wir mal, was ich daraus gelernt habe, through study, durch das Studium, through practice, durch die Praxis, das Üben, through listening, durch das Zuhören, through the experiences of my life, paying attention to the experiences of my life, durch meine Lebenserfahrungen, indem ich aufmerksam war für meine Lebenserfahrungen, that I must be prepared to let go of everything. Dass ich bereit sein muss, alles aufzugeben. My life. Mein Leben. My robes. Meine Roben. My reputation. Mein Ruf. My perceptions of things. Meine Wahrnehmung von den Dingen. I have a person that I'm supporting back in the United States. Es gibt da einen Menschen, eine Person, die ich in den USA unterstütze. He's in the military. Er ist im Militär. He's been 8 times already to Iraq and Afghanistan. Und es ist schon 8 Mal so gewesen, dass er in den Irak oder nach Afghanistan geschickt wurde.
He's a soldier. Er ist ein Soldat. And his sole reason for existence. Und sein einziger Grund für seine Existenz is to kill people. Ist Menschen zu töten. That's what soldiers do. Das ist es, was Soldaten tun. That's what the military is about. Darum geht es beim Militär. If you believe anything differently, wenn du dazu etwas anderes glaubst, or if we ignore the fact that the military exists, oder wenn wir es ignorieren, dass das Militär existiert, that becomes problematic for us. Das wird dann für uns problematisch. If we feel ourselves greater than or separate from those who do that, wenn wir von uns glauben, dass wir größer sind als die oder uns getrennt fühlen von denjenigen, die sowas machen, we're in trouble. Dann stecken wir in Schwierigkeiten. If we feel ourselves superior from those who do such things, wenn wir uns überlegen fühlen gegenüber Menschen, die so etwas tun, we're in trouble. Stecken wir in Schwierigkeiten. The Vinaya, the monastic rules, das Vinaya, die klösterlichen Regeln, guide me, die leiten mich an. In my interactions with people in the military. In meinen Begegnungen, in meinem Austausch mit Menschen im Militär. They don't tell me not to engage with them. Diese Regeln sagen mir nicht, dass ich da überhaupt mit niemandem etwas zu tun haben dürfte. They just support me in how to engage with them. Die unterstützen mich dabei, wie ich dort in Kontakt oder im Austausch haben kann. The other thing that supports me in engaging with the military, people in the military, was mich dann darin unterstützt, mit Menschen im Militär Kontakt zu haben, is that I'm a soldier. Das ist, dass ich ein Soldat bin. You see, I say, I am a soldier. Sieh, ich sage das so, ich bin ein Soldat. Not I was a soldier. Nicht, ich war ein Soldat. Be conscious of the stream, the interconnected stream or reality of our lives. Und sei dir dessen bewusst, der gegenseitig verbundene Strom unserer Leben. What we were, was wir gewesen sind, we always will be. Werden wir immer sein. There's no moving away from that. Da gibt's nicht, dass man sich davon wegbewegen kann. The point of awakening, worum es beim Erwachen geht, is to learn to live in right relation with the truth of my life. Bedeutet, dass ich lerne, in rechter Beziehung mit der Wahrheit meines Lebens zu leben. Not to dismiss parts of it, nicht Dinge davon abzutun, because I don't like them, weil mir die nicht gefallen. But to learn to live in right relation with them. Aber zu lernen, mit denen in rechter Beziehung zu leben. Throughout the course of my life to date, bis zum heutigen Tage, der Verlauf meines Lebens, I've had the privilege to engage extensively with cultures of violence. Hatte ich das Privileg, ganz gründlich Austausch, Kontakt zu haben mit den Kulturen der Gewalt. And with groups and organizations that perpetuate violence. Und mit Gruppen und Organisationen, die auch Gewalt fördern, voranbringen. The military. Das Militär. The police. Die Polizei. Gangs. Banden. Criminals. Verbrecher. I go into prisons. Ich gehe in Gefängnisse. Refugee camps. Flüchtlingslager. For example, what's happening now in the Middle East. Zum Beispiel das, was jetzt im Mittleren Osten geschieht. Israel and Hamas. Zwischen Israel und Hamas. If we have any judgments about that, wenn wir da Verurteilungen haben, if we're choosing sides, wenn wir eine Seite wählen, then we're not different from those perpetuating the violence. Dann sind wir nicht anders als diejenigen, die die Gewalt fortsetzen. When I can come to a place of understanding, a place of neutrality, wenn ich an einen Ort gelangen kann, einen Ort des Neutralseins, then I understand that the roots of war are not external. Dann kann ich verstehen, dass die Wurzeln der Gewalt nicht im Äußerlichen sind. The roots of war are in me. Die Wurzeln des Krieges sind in mir. I speak the language of war. Ich spreche die Sprache des Krieges. I know it intimately. Ich kenne die ganz intim. I'm not intimidated by it. Und ich fühle mich von der auch nicht eingeschüchtert. Nor am I seduced by it. Aber genauso genau ist es auch so, dass ich von der nicht verführt bin. How many of you have ever been to a military firepower demonstration? Wie viele waren schon mal bei einer Ausstellung oder Ausführung von Militärmacht, irgendeiner Vorführung? Yeah, not too many. Nee, nicht so viele. Where you see
bombs being dropped and the rifles fired. Also wo man zum Beispiel sieht, wie planes flying. Bomben fallen oder Gewehre abgeschossen werden oder Flugzeuge. Where you watch the troops rappelling out of the helicopter. Wo zum Beispiel Truppen aus dem Hubschrauber abgeseilt werden. You see the rockets firing. Und Raketen abgeschossen werden. How many of you work, have jobs? Wie viele von euch arbeiten, haben ganz reguläre Arbeitsplätze? The money you pay in taxes? Sieh, dass die Gelder, die du bei den Steuern zahlst, supports all of that. All das mit unterstützen. So if you think you're separate from all of that, also or above that, denkst, dass du da ja getrennt bist oder darüber stehst, you're not. Ist es nicht so. You pay for it. Du zahlst dafür. And I tell you, if you go to such a thing, und ich sagte, wenn man zu sowas hingeht, it's very seductive. Es hat etwas sehr Verführerisches. To watch the precision with which these activities are carried out. Die Präzision zu beobachten, die bei der Ausführung dieser Sachen angewandt wird. It's very seductive. Es ist sehr verführerisch. It is equally seductive to simply reject it and pretend that I'm separate from it somehow. Und es ist genauso verführerisch, sich vorzumachen, dass man eben das ablehnt und dass man davon getrennt ist. What is enlightenment? Was ist Erleuchtung? Well, I've been told, mir ist gesagt worden, I won't claim to know. Und ich behaupte es nicht, dass ich das genau weiß. Told, es ist mir so gesagt worden, it's neither accepting nor rejecting. Dass es darum geht, ist, also weder ums Akzeptieren noch ums Ablehnen geht. It's not attaching, it's not clinging. Es ist das Nicht-Anhaften, das Nicht-Festklammern. It's not creating separation. Es geht darum, nicht Trennung zu erschaffen. One of the many manifestations. Und das ist eine der vielen Manifestationen. I've also been told, mir ist auch gesagt worden, that if I stop with enlightenment, wenn ich mit der Erleuchtung aufhöre, that I'm selling myself short. Also da denke ich, das wäre schon, dass ich mich, also dass ich dann wirklich nicht alles mitnehme. That enlightenment is only a phase. Dass auch die Erleuchtung nur eine Phase ist. In the process of awakening. In dem Prozess des Erwachens. It's not yet the place. Das ist auch noch nicht die Stelle. But it's interesting how people cling to certain notions of enlightenment. Es ist interessant zu beobachten, wie Menschen sich an bestimmte Ideen der Erleuchtung festhalten. Thinking that it's some sort of euphoric place. Man denkt sich, dass das solch ein euphorischer Ort ist. Where suffering doesn't exist. Wo das Leiden nicht existiert. What an illusory way of thinking. Das ist eine sehr illusionsreiche Art des Denkens. And that exact way of thinking. Und genau diese Art des Denkens guarantees the perpetuation of the cycles of suffering. Garantiert die Fortsetzung der Leidenskreisläufe. You want the world to be different? Willst du, dass die Welt sich ändert? What are you willing to do? Was bist du bereit zu tun? Not step off the edge, that's for sure. Zum Beispiel hier nicht über die Kante wegzutreten. I'm not that thick. Also so dickflüssig ist es dann doch nicht. What are you willing to do? Was bist du bereit zu tun? Because it doesn't matter what you think. Weil es ist egal, was du denkst. Doesn't matter what you say. Es ist egal, was du sagst. It doesn't matter what you feel. Es ist egal, was du fühlst. It matters what you do. Was Bedeutung hat, ist, was du tust. It matters what we do. Es hat Bedeutung, was wir tun. What are you willing to do? Was bist du bereit zu tun? And how can I help? Wie kann ich dabei helfen? You know, to engage, it's impossible to wake up. Also sich einzulassen, also es ist unmöglich zu erwachen. Unless I'm prepared to let go of everything. Es sei denn, dass ich darauf vorbereitet bin, alles aufzugeben. And yet it is possible. Und dennoch ist es möglich. For any one of you. Von jedem einzelnen von euch. To wake up. Now, jetzt zu erwachen. Fall right through yourself. Direkt durch dich hindurch zu fallen. If you're ready to let go of everything. Wenn du bereit bist, alles aufzugeben. But if I'm clinging to the slightest thing. Aber wenn ich schon an das Kleinste festhalte. Or if I think I'm prepared to let go of everything. Oder ich denke, dass ich darauf vorbereitet bin, alles loszulassen. I can be sure that I'm not. Kann ich mir sicher sein, dass das nicht so ist. I remember this some years ago. Ich erinnere mich daran, vor einigen Jahren. Here it comes. Yeah. Isn't she beautiful? Really? Isn't she beautiful? I mean, oh, she's all red, sorry. Go other way. Yeah. It took Kenshin
16 years. Es dauerte 16 Jahre für Kenshin, to shave her head. Sich den Kopf zu rasieren. 16 years. 16 Jahre. Clinging, grasping. Des Festhaltens und des Greifens. It took Kenshin almost losing her life to illness. Es hat fast bedurft, dass Kenshin ihr Leben verliert aufgrund von Krankheit. To get to a point to shave her head. Um zu diesem Ort zu gelangen, sich den Kopf zu rasieren. But think how we cling to our appearance. Und sieh, wie wir uns an unserem Aussehen festhalten. I mean, what difference does it make? It's hair. Was für einen Unterschied macht es? Es sind ja nur Haare. But yet I often say to people, you know, I can ordain you right now. Und ich sage das ja häufig zu den Leuten. Ich kann dir right jetzt now, this moment. Ordination verleihen, direkt in diesem Moment. Get me the razor. Besorg mir den Rasierer. Wir rasieren den Kopf. In the moment you talk about shaving the head, und in dem Augenblick, wo man vom Rasieren des Kopfes spricht, people go, oh no. I mean, it was also true for me. Ich meine, für mich war das auch wahr. When I was invited to become ordained, als ich eingeladen war, Ordination anzunehmen. Right, so my ordination took place at one of the crematorium sites at Auschwitz. Meine Ordination fand an einer der Verbrennungsstätten, an einer der Konzentrationslager statt. That's the temple where my ordination took place. Das war der Tempel, in dem meine Ordination stattfand. But when it came time, aber als es dann Zeit war, or when I was invited, oder als ich eingeladen war, the first question I asked was, do I have to shave my head? War meine erste Frage, muss ich mir den Kopf rasieren? I mean, my hair was long. Und meine Haare waren lang. Like down here. Ungefähr so lang. And it was really blonde. Und es war wirklich blond. I didn't color it blonde. It was really blonde. Ich habe es nicht blond gefärbt. Es war wirklich blond. And I loved my hair. Und ich habe mein Haar geliebt. Yeah. Some, let's see, at least one person in this room, maybe two. Und mindestens eine Person, vielleicht sogar zwei Personen hier im Raum, actually knew me with long hair. Kannten mich sogar mit langen Haaren. My preceptor said, well, of course you have to shave your head. Und die Person, die mir meine Gelübde abgenommen hat, sagte mir, natürlich musst du den Kopf rasieren. I said, the thought, you know, I said, oh, und sie, der Gedanke, I don't know, man. Ja, wusste ich nicht. And then how my mind worked. Und dann, wie es in meinem Kopf ablief. Grabbing on to all of these reasons to not shave my head. Und nach all den Gründen greifend, weshalb ich mir nicht den Kopf rasieren würde. What shaving the head symbolized to me. Was das Rasieren des Kopfes für mich symbolisierte. Or rather what my conditioning, what my suffering was grabbing on to force me into rejecting that which was supportive and holding on to that which kept me trapped. Und wie mein Konditioniertsein und mein Leiden mich dahin trieb, mich auf das zu konzentrieren, was mich gefangen hält und nicht auf das, was mich befreien könnte. It's just like the robes. Ist so ähnlich wie mit den Roben. I remember the first time I went out in public in robes. Ich erinnere mich daran, als ich das erste Mal mit Roben an in die Öffentlichkeit ging. With a shaved head. Mit einem rasierten Kopf. Where I was living, there weren't any Buddhist monks. Dort, wo ich lebte, gab es keine buddhistischen Mönche. And you certainly didn't see men walking around wearing a dress. Und mit Sicherheit sah man keine Männer, die im Kleid umhergehen. Because that's what this is. It's a dress. Aber es ist nichts right? anderes als ein Kleid. Now, where I was living? Dort, wo ich lebte. You walk around. A man walks around with a dress. Wenn ein Mann dort in einem Kleid umhergeht. And people go, What's up here? Da fragen die Leute schon, was denn it hier was a different time then, los? Too. Und damals war es auch noch mal eine andere Zeit. Now, quite often, people don't look twice. Heute ist häufig schon so, dass Leute gar nicht zweimal hinschauen. 20 plus years ago was a different time. Aber vor mehr als 20 Jahren war es eine andere Zeit. And how quickly society changes now. Und wie schnell das jetzt stattfindet, dass die Gesellschaft sich ändert. How rapidly our ideas begin to experience metamorphosis. Und wie schnell es stattfindet, dass unsere Ideen Metamorphose erleben. You want to wake up? Willst du aufwachen? I mean, if you don't want to wake up, I don't know why you're here. Wenn du nicht aufwachen willst, dann frag mich schon, warum du dann hier bist. I mean, that is the only reason we exist in this form right now. Das ist der einzige Grund, weshalb wir in dieser Form jetzt existieren. Das ist, um zu erwachen. That's the privilege of being
given this opportunity to be born in this form. Das ist das Privileg, das uns gegeben wird, wenn wir in dieser Form geboren sind. Being born in this form, we have the opportunity to transform suffering. Und da, wenn wir in dieser Form geboren sind, haben wir damit die Gelegenheit, Leiden zu wandeln. And the transformation of suffering is not, doesn't imply that suffering is over or finished. Und die Transformation des Leidens heißt nicht, dass mit dem Leiden vorbei ist und das beendet sei. It simply means that our relationship to it begins to change. Es bedeutet einfach, dass unsere Beziehung dazu sich verändert. That suffering doesn't control us any longer. Dass uns dieses Leiden nicht mehr kontrolliert. Remember, I said I am a soldier. Und erinnere dich daran, ich sagte heute, ich bin ein Soldat. Over the next days, während der nächsten Tage, I encourage you, ermutige ich euch, to reflect on, zu reflektieren, the soldier in you. Den Soldaten, die Soldatin in dir zu reflektieren. Wake up to the soldier in you. Wach auf zum Soldaten, der Soldatin in dir. Be willing to look at the roots of violence and war in yourself. Und sei bereit, dir die Wurzeln des Krieges und der Gewalt in dir selbst anzuschauen. Not externally. Nicht im Außen. But within self. Aber im eigenen Selbst. And then ask the question, what am I willing to do? Und dann stell dir die Frage, was bin ich bereit zu tun? To bring an end to war, violence and suffering. Um Krieg, Gewalt und Leiden zu beenden. You know, people from time to time tell me they think I'm enlightened. Also Leute sagen mir immer mal wieder, dass ich wohl erleuchtet sei. Yeah. There would have been a time if somebody would have said that. Es gab eine Zeit, als es so war, wenn mir jemand sowas gesagt hätte, where I would have used that, wo ich das dazu benutzt hätte, as a tool to manipulate them and control them. Um die Person zu manipulieren und zu kontrollieren. I'm glad that I didn't hear that then. Ich bin froh, dass mir das zu dem Zeitpunkt nicht gesagt wurde. Then there would have been a time when if somebody would have said that to me. Und dann wäre es auch so gewesen, dass es da eine Zeit gab, wenn mir jemand sowas gesagt hätte, I would have just rejected it. Hätte ich es einfach abgelehnt. Now, jetzt, what I understand, was ich jetzt verstehe, is that in their eyes, dass in deren Augen I am. Bin ich es. So, how do I handle that with responsibility? Und wie gehe ich damit verantwortungsvoll um? See, that's the point of wearing robes. Sieh, darum geht es, wenn man Roben anhat. Not to create separation. Es geht nicht darum, Trennung zu schaffen. Not to give myself some protection to the world. Es ist nicht, dass ich mir damit einen Schutz gegenüber der Welt erschaffe. Not to claim some specialness. Und dass ich damit auch nicht behaupte, dass ich etwas Besonderes bin. But to really accept the responsibility. Aber wirklich die Verantwortung zu akzeptieren. That comes. Die damit einhergeht. With wearing the Tathagata teaching. Wenn man die Tathagata-Lehre trägt. But what's also interesting, was auch interessant ist, is that if you look in the mirror, dass wenn du in den Spiegel schaust, the clothes that you have on, die Kleidung, die du anhast, are not other than this robe, ist gar nicht anders als diese Robe, and are also symbols of the Tathagata's teaching. Sind auch Symbole des Tathagata, der Tathagata-Lehre. Tee. Tee. Not green. Nicht grüner Tee. It's interesting. I say I'm a fully ordained Buddhist monk. Es ist interessant, wenn ich sage, ich bin ein voll ordinierter buddhistischer Mönch. People immediately think I drink green tea. Denken die Leute sofort, das heißt, ich trinke grünen Tee. So I'm ordained in a Japanese tradition. Ich bin ja in einer japanischen Tradition they ordiniert. They want to give me green tea. Dann wollen Leute mir auch grünen Tee schenken. They don't ask. Es wird auch gar nicht gefragt. They think they know. Man denkt, das zu wissen. See, this is problematic. Das ist problematisch. I mean, I think I know a lot of things. Ich denke auch, dass ich viel weiß. But before I act on them as absolute facts. Aber bevor ich daraufhin handle, als ob das absolute Tatsachen wären. Especially when I'm engaged with other people. Ganz besonders, wenn ich mit anderen Menschen zu tun habe. I check. Frage ich nach. It's a good thing to do. Das ist eine gute Sache zu tun. Just check. Einfach nachzufragen. But how difficult it is for us to check. Aber wie schwierig ist das für uns, mal nachzufragen? Because of our conditioning. Wegen unserem Konditioniertsein. What kind of tea is this? Prince of Wales. Oh yeah. Prince of Wales. One of the nicest teas I've ever had. Einer der besten Tees, die ich je hatte. Is the Darjeeling tea they have here. Das ist der Darjeeling-Tee, der hier im Hause serviert wird. Nice stuff.
Das ist gutes Zeug. Not only do I like black tea. Es ist sogar nicht mal nur, dass ich eben schwarzen Tee mag. But I like it with honey. Aber ich mag den mit Honig. And a tiniest bit of milk. Und das ein ganz bisschen Milch. And I try soy milk. Ich habe auch die Sojamilch dabei ausprobiert. Aber das ist eben nicht dasselbe. Now, it's really interesting because I don't eat other dairy products. Es ist ganz interessant, weil ich esse sonst gar keine anderen Milchprodukte. Because by eating dairy products, I support the institutions of killing. Weil durch den Konsum von Milchprodukten unterstütze ich diese institutions. Genau, Institutionen des Tötens. Because the dairy industry is an institution of killing. Weil die Milchindustrie ist eine Institution des Tötens. To get milk, um Milch zu bekommen, you have to keep cows pregnant. Muss man Kühe tragend halten. Imagine that. Stell dir das vor. If you were just pregnant all the time. Wenn du immer schwanger wärst. Imagine that. Stell dir das vor. But we don't though. Machen wir nicht? We just put that out of our consciousness. Wir legen das aus dem Gewissen zur Seite. If a cow produces milk with too much fat, wenn eine Kuh Milch produziert, die zu fetthaltig ist, they kill it. Wird die umgebracht. If a cow produces milk with not enough fat, wenn eine Kuh Milch produziert, wo nicht genügend Fett drin ist, they kill it. Wird die umgebracht. If the cow has too many male children, wenn die Kuh zu viele männliche Kälber hervorbringt, they kill it. Wird sie umgebracht. And the male children never live beyond two or four at the most. Die männlichen Kälber leben auch nie länger als 2 Jahre, maximal 4 Jahre. Before it becomes currywurst. Bevor sie zur Currywurst werden. Yeah, that's what it is. That's dead animals. Ja, wirklich, das ist es ja. Es sind tote Tiere. But do we consider that? Aber ziehen wir es in Betracht. I recently did a study. Ich habe neulich erst eine Studie gemacht. The models through which the concentration camp system were created. Und zwar mir die Modelle angeschaut, aufgrund dessen die Konzentrationslagersysteme entwickelt wurden. It wasn't a creation. It didn't just come out of German thinking. Das ist nicht etwas, was aus dem deutschen Denken entstanden ist. One of the examples. Einer der Beispiele, through which the concentration camp system was based, auf das sich das Konzentrationslagersystem gründete, was a prisoner of war camp, war ein Kriegsgefangenenlager in the United States, in den Vereinigten Staaten, during the Civil War there, während des Bürgerkriegs dort, a place called Andersonville, ein Ort namens Andersonville. It was a southern prisoner of war camp. Das war ein Kriegsgefangenenlager im Süden. The conditions there were horrible. Die Bedingungen dort, die Konditionen dort waren schrecklich. Tens of thousands of people died. Zehntausende Menschen sind dort gestorben. From malnutrition. Aufgrund von mangelnder Ernährung. From disease. Wegen Krankheit. And what was going on in the camp? Und was dort im Lager ablief? Was that because of the lack of food? War das aufgrund der mangelnden Nahrung? People were being eaten. War es so, dass Menschen sich gegenseitig gegessen haben? Yeah, but what's the difference? Wo liegt denn da der Unterschied? Somehow when we say that people are being eaten, it can see. Ja, weil wenn man das so sagt, dann sieht man auch, wie die Leute etwas zusammenzucken, dass Menschen sich gegenseitig essen. But really, what's the difference? Aber wirklich, was ist da der Unterschied? I mean, if it's cut up and cooked, who knows? Wenn es zerschnitten ist und gekocht wurde, wer weiß es dann noch? Whether it's a cow or it's a pig. Ob es dann noch ob es ein Rind war, ob es ein Schwein war. A dog, a cat, a monkey. Ein Hund, ein Affe. A rabbit. Ein Kaninchen. Or your neighbor. Oder dein Nachbar. I mean, who's to know? Wer weiß das dann noch? I mean, if you're a connoisseur of meat. Ich meine, wenn man ein Fleischgenießer ist. I suppose there are some differences in taste. Ich stelle mir schon vor, dass es da auch Geschmacksunterschiede gibt. But are we willing to think about these things, consider these things? Aber sind wir bereit, über diese Dinge nachzudenken und diese Dinge in Betracht zu ziehen? Or does our mind immediately shut down? Oder ist es so, dass unser Geist direkt zumacht? So it creates separation. Und anfängt da Trennungen zu schaffen. Not think about. Nicht darüber nachzudenken. And just consume. Und dann einfach weiter zu vereinnahmen. Each time I put a bit of milk in my tea.
jedes Mal, wenn ich ein bisschen Milch in den Tee tue, I do it with the awareness. Mache ich das mit dem Bewusstsein. And I minimize my consumption. Und ich halte meinen Konsum klein. And still I have to break this. Und es ist immer noch so, dass ich das noch brechen muss. I have to break it. Ich muss das noch brechen. Because I want to live differently. Weil ich will anders leben. I want the world to be a different place. Ich will, dass die Welt ein anderer Ort ist. I want to wake up. Ich will aufwachen. I want to live up to the responsibility that comes with the first step in awakening, which is becoming enlightened or realizing my enlightened nature. Und ich will auch der Verantwortung gerecht werden, die mit dem ersten Schritt beim Erwachen kommt, eben dem erleuchtet. To live up to the projections that come to me from those who think I am enlightened. Und auch den Projektionen zu entsprechen derjenigen, die mich so anschauen und sagen, ich bin erleuchtet. Not to live up to their ideas of how they think I should be. Nicht den Ideen zu entsprechen, was diejenigen glauben, wie ich sein muss. Because that would be simply perpetuating suffering, because they don't know any more than I do what enlightenment is. Weil das wäre dann nur eine Fortsetzung des Leidens, weil die wissen genauso wenig wie ich, was es heißt, erleuchtet zu sein. I have a responsibility to those who think I'm not enlightened. Ich habe auch eine Verantwortung denjenigen gegenüber, die denken, dass ich nicht erleuchtet bin. To strive ever that much more diligently. Mich sogar noch sorgfältiger zu bemühen. To wake up. Zu erwachen. You and I were not different. Du und ich, wir sind nicht voneinander verschieden. What are you willing to do? Was bist du bereit zu tun? And how can I help? Und wie kann ich dabei helfen? That's the point of all of this. Darum geht's bei all diesem. The point of all of this is to be of support. Worum es dabei geht, ist, dass man unterstützend ist. Because it's through my commitment to be of support. Weil es ist durch meine Entschlossenheit zu unterstützen, that I'm brought more closely in contact with my own suffering, my own conditioning. Dass ich dabei in näheren Kontakt gerate mit meinem eigenen Leiden und mit meinem eigenen Konditioniertsein. I want to wake up. Ich will erwachen. I really do. Ich will das wirklich. In the United States. In den Vereinigten Staaten. Every day. Ist es so, dass jeden Tag 22 former soldiers kill themselves. So, dass 22 ehemalige Soldaten sich selbst umbringen. They commit suicide. Die begehen Selbstmord. Now, there are 50 states. Also es gibt 50 Staaten. 30 states. In 30 Staaten don't report suicide. Ist es so, dass Selbstmorde nicht berichtet werden? How many are actually dying? Wie viele sterben dann wirklich? How many soldiers here in Germany? Wie viele Soldaten hier in Deutschland nehmen sich das eigene Leben? Because they don't know how to live in right relation with their experiences. Weil sie nicht wissen, wie sie mit ihren Erfahrungen in rechter Beziehung weiterleben. They just want it gone. Sie wollen, dass es einfach vorbei ist. I step into the middle of all this suffering. Ich trete direkt hinein in die Mitte all dieses Leidens. Because I am a soldier. Weil ich ein Soldat bin. And one of the things I communicate to them. Und eine der Dinge, die ich denjenigen kommuniziere, is the truth of our lives. Ist die Wahrheit unseres Lebens. This stuff never goes away. Dieses Zeug geht nie vorbei. The consequences of our actions never go away. Und die Konsequenzen unseres Handelns gehen nie vorbei. We want our lives to be different. Wenn wir wollen, dass sich unser Leben verändert, they can be through accepting the reality of our life as it is. Dann kann es geschehen, indem wir die Realität unseres Lebens akzeptieren, so wie es ist. And then learning to live in right relation with that. Und dann lernen, damit in rechter Beziehung zu leben. Now, just because I have a job, nur weil ich einen Job habe, make money, Geld verdiene, have insurance, eine Versicherung habe, pay the rent, die Miete bezahle, pay my bills, meine Rechnungen begleiche, have a partner, einen Partner und Partnerin habe, doesn't mean that my life is okay. Heißt noch lange nicht, dass deshalb mein Leben doesn't mean that I've accomplished anything. In Ordnung ist oder dass ich damit überhaupt irgendwas erreicht hätte. All I'm doing really is keeping alive cycles of suffering. Wirklich, was ich dabei mache, ist auch Leidenskreisläufe am Leben zu erhalten. Because I think all of those external things
Weil ich denke, dass all diese äußerlichen Dinge etwas bedeuten. I mean, they do. Tun sie auch. And they don't. Aber auch tun sie auch nicht. How many people do you think die every day? Wie viele Menschen glaubt ihr sterben jeden Tag? To keep our system of living functioning. So dass unser System des Lebens so funktionstüchtig bleibt. Are we willing to think this process through? Sind wir bereit, diesen Prozess mal durchzudenken? Are we willing to live more consciously? Sind wir bereit, selber bewusster zu leben? This is a process of awakening. Das ist der Prozess des Erwachens. So I'm in the process. Also ich bin in einem Prozess. Let's say, when people who've been in war come forward. Also wenn Menschen, die im Krieg gewesen sind, sich bekennen dazu. They talk about their struggles and the difficulties they're having. Dann sprechen diejenigen davon, von ihren Schwierigkeiten und die Probleme, die sie haben. It's viewed as a psychiatric problem. Das wird als ein psychiatrisches Problem betrachtet. And one of the first things they want to do is give medication. Und als erstes, was dann gemacht wird oder gemacht werden will, ist Medikamente zu verschreiben. You can't sleep? Ah, du kannst nicht schlafen. Take this. Nimm das mal. You're anxious? Ah, du bist sorgenvoll angespannt. Take this. Nimm das mal. You're too sad? Ah, du bist zu traurig. Take this. Nimm das. That's about not feeling. Dann geht es darum, gar nichts zu fühlen. I have to learn how to feel. Ich muss lernen, how to be in right relation. Wie ich Gefühle haben kann, wie ich in rechter Beziehung sein kann. I don't sleep. Also ich schlafe nicht. I haven't slept more than 2 hours consecutively in any night or day. Ich schlafe nie durchgängig länger als 2 Stunden, ganz gleich in welcher Nacht oder welchen Tages. Since 1967. Seit 1967. And the more I wanted to sleep in a way that I thought I should. Und je mehr ich das wollte, auf eine Art zu schlafen, von der ich glaubte, dass ich so schlafen sollte, the more profound was my suffering. Desto tiefgründiger war mein Leiden. And the more I affected the people around me. Und desto stärker habe ich auch die Menschen um mich herum beeinträchtigt. Once I was given the gift of acceptance, als mir dann endlich das Geschenk der Akzeptanz gemacht which arose war, out of a committed, dedicated practice, was entstand aus einer entschlossenen Praxis, one that I had adopted before I became ordained. Etwas, das ich sogar vor meiner Ordination schon angenommen hatte. Not even knowing what I was doing. Ich wusste gar nicht genau, was ich da mache. It was interesting to me. Das war für mich interessant. It's at that point, an dieser Stelle, of acceptance, an der Stelle der Akzeptanz, that I experienced such great relief. Da habe ich solch eine große Erleichterung erlebt. This is like this. Das ist so, wie es because ist, that was like that. Weil das mal so war, wie es so war. I'm in the process of initiating a residential facility. Also ich bin dabei, eine Einrichtung zu erschaffen, wo gewohnt wird. To invite non-medically based. Und die ist dann nicht auf medizinischer Basis gegründet. To invite former soldiers. Um dort ehemalige Soldaten hineinzuladen. To come and live. Um dorthin zu kommen, dort zu leben. Residentially. Eben ansässig, so that I can provide them with a disciplined container, so dass ich denen einen disziplinierten Behälter, ein Gefäß geben kann, that can support them in living in right relation with the truth of their lives, der sie darin unterstützen kann, in rechter Beziehung mit ihrem Leben zu leben, mit der Wahrheit ihres Lebens zu leben. Not to fix them. Nicht, um sie in Ordnung zu bringen. I'm not offering cures. Und ich biete auch keine Heilung an. Because those are illusions. Die sind nämlich Illusionen. There are no cures. Es gibt solche Heilungen nicht. This stuff never goes away. Dieses Zeug geht nicht vorbei. The consequences of our lives never go away. We can't escape karma, inherited karma. Die Konsequenzen unseres Lebens gehen nie vorbei. Man kann den Konsequenzen des geerbten Karmas nicht entkommen. Und je mehr wir uns bemühen, dem zu entfliehen, desto tiefer sinken wir darin hinein. Through our ignorance continue to perpetuate it. Und mit unserer Unwissenheit, unserer Ignoranz setzen wir das sogar noch fort. What I'm offering is not popular. Das, was ich da anbiete, ist nicht so populär. Because people are desperate to get rid of. Weil die Leute sind ja sehr verzweifelt dabei, Sachen loszuwerden. All you Buddhists are depressing.
Ihr Buddhisten seid deprimiert. You talk about is suffering. Das Einzige, wovon ihr sprecht, ist das Leiden. I want to be happy. Ich möchte glücklich sein. Huh? That's suffering. Das ist Leiden. The ideas of happiness. Die Ideen des Glücklichseins. So transient. Es ist so vorübergehend. I know a happiness. Ich kenne ein Glück, ein Glücklichsein, that I never knew existed, von dem ich niemals wusste, dass es existiert. Which transcends all of my ideas of it. Und das überschreitet alle Ideen, die ich davon hatte. And it doesn't always feel good. Aber es fühlt sich nicht immer gut an. You want to wake up? Willst du erwachen? It's entirely possible. Ist das vollkommen möglich? Right here, right now. Direkt hier und jetzt. What are you willing to do? Was bist du bereit zu tun? And how can I help? Wie kann ich dabei helfen? I've talked enough to you. Also ich habe euch jetzt genügend erzählt. Now what I'd like to do is bring this part of our interaction to a close. Ich möchte gerne diesen Bereich unserer Begegnung beenden. And open it up for your questions. Und jetzt für euch das offen lassen für eure Fragen. This is the most interesting part of the evening. Und das ist der interessanteste Anteil des Abends. You can ask any question you like. Und du kannst jede Frage stellen, die du möchtest. Providing it is a question. Solange es sich dabei um eine Frage handelt. Short and to the point. Kurz auf den Punkt gebracht. This is not an opportunity for you to give a co-lecture. Es ist nicht die Gelegenheit, einen Zweitvortrag zu halten. If you want to do such a thing, wenn du sowas gerne machen möchtest, you can come and solicit the staff here at the center, and perhaps they'll organize something. Genau, du kannst dann einfach mal gucken, ob du die Angestellten des Hauses für dich gewinnen kannst und wirst du dir sowas organisieren. But not tonight. Aber nicht heute Abend. Okay. So, I don't know, 14 words or less. Sagen wir mal 14 Worte oder weniger. I'm feeling generous. Ich fühle mich heute Abend großzügig. It's true. Das ist wahr. No, I came the when I was living in a monastery, I came to a teacher with a question. Als ich im Kloster lebte, kam ich zu dem Lehrer mit einer Frage. And I started to talk. Und ich fing mit dem Reden an. Because of course I had to explain my question. Weil ich musste ja meine Frage erstmal erklären, bevor ich die dann so that I was sure that you understood, so dass ich sicher sein konnte, dass er das verstanden hat, die Grundlage meiner Frage. So I could get the answer I wanted. So dass ich dann ja auch die Antwort kriege, die ich gerne haben wollte. That's often how it works, yeah. Wirklich, häufig läuft das so ab. Yeah. The teacher stopped me. Der Lehrer hat mich angehalten. He said, you talk too much. Er sagte, du redest zu viel. He told me I talk too much. Stell dir das vor, der sagt mir, dass ich zu viel rede. I stormed out of his room. Ich bin aus seinem Raum rausgestürmt, habe die Tür zugeschlagen. How disrespectful. Wie respektlos. I talk too much. He doesn't understand. Ich rede zu viel, der hat keine Ahnung. And I came back. Aber ich bin zurückgekommen. I started to talk. Ich fing mit dem Reden an. He said 10 words. Und er sagte 10 Worte. I said, yeah, but he said 6 words. Ich sagte, words. Aber, er sagte 6 Worte. I said, well, he said 4 words. Und er sagte 4 Worte. I stormed out again. Ich bin wieder rausgestürmt. I slammed the door. Hab die Tür zugeschlagen. I was furious. Und hab mich, I mean, really, I was furious. War furchtbar aufgeregt. Man, I just, oh, I suffered. Ich hab gelitten. He didn't care. Ihm hat das nichts ausgemacht. I suffered. Ich hab gelitten. I tell you about a week and a half. Und ich sagte ungefähr nach anderthalb Wochen. I went back and asked the question in 4 words. Bin ich zurück und habe die Frage in 4 Worten gestellt. Entirely possible. Absolut möglich. Because I want to wake up. Weil ich aufwachen will. Whatever that means. Was immer das bedeutet. I want it. Ich will das. So you get 14. Also du hast heute 14. Prince of Wales. Questions. Also eure Fragen. Yes, please. Why were aus Deutsch, bitte. Okay. Warum wurdest du in Auschwitz ordiniert? Why did you become ordained in Auschwitz? Why is a useless question? Warum ist so eine nutzlose Frage? There's no answer to it. Da gibt's ja keine einzige Antwort drauf. I mean, have you ever had a discussion? Hattest du schon mal eine Diskussion? With a 5-year-old. Mit einem 5-Jährigen. About eating their vegetables. Dass der 5-Jährige sein Gemüse aufisst. Eat your peas. Ess deine Erbsen. Why? Warum? Well, because they're good for you. Weil die sind gut für dich. Why? Warum? Well, because green vegetables are nourishing and they contain the most vitamins. Why? Genau, grünes ist irgendwie sehr nährreich und da halten die meisten Vitamine. Und dann warum?
Why is a word that, endlos. Why is a word that oughtn't to really exist in the vocabulary? Warum ist ein Wort, das sollte Vokabular gar nicht existieren? I mean, why not? Warum nicht? Why not be ordained there? Warum nicht dort ordiniert werden? Given the nature of my life, I mean, I didn't really ask. I didn't care. In Anbetracht dessen eben der Beschaffenheit meines Lebens, also ich habe da auch nicht wirklich gefragt. I was getting ready to do a pilgrimage. Ich war im Begriff, eine Pilgerwanderung zu beginnen. Where I walked from Auschwitz to Vietnam. Wo ich dann von Auschwitz nach Vietnam zu Fuß gegangen bin. And my preceptor suggested that I take my vows there. Und der mir die Gelübde abgenommen hat, hat vorgeschlagen, dass ich dort die Gelübde ablege. I just said okay. Ich habe einfach gesagt, okay. I mean, I just didn't really think about it. Ich habe nicht wirklich drüber nachgedacht. But as people would ask me the question. Aber dann kam es dazu, dass Leute mich danach gefragt haben. I did reflect. Da habe ich diesbezüglich reflektiert. And I also know that whatever answer I came up with. Und ich weiß, ganz egal, welche Antwort dann da für mich aufkam, wasn't it. War auch noch nicht das Ende davon. It's where it took place. Es ist einfach das, dort, wo es stattgefunden hat. Because of the nature of my life, it somehow made sense. Und aufgrund der Beschaffenheit meines Lebens machte das auf eine gewisse Art einen Sinn. And I sat in the selection site for 4 days. Ich habe 4 Tage lang an dieser Selektionsstelle, an diesem Selektionsort gesessen. No food, no water. Keine Nahrung und kein Wasser. Chanting from sun up to sundown. Hab dort bei Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang in rezitiert. For ordination. Als Vorbereitung auf meine Ordination. I never asked why. Ich habe nicht da niemals gefragt, warum. Ich habe es einfach so gemacht. I was invited to do 108 prostrations every morning. Ich bin eingeladen worden, jeden Morgen 108 Niederwerfungen und jeden Abend 108 Niederwerfungen zu machen, während ich auf der Pilgerwanderung war. I didn't ask why. Ich habe nicht gefragt, warum. I just did it. Ich habe es einfach so gemacht. When I could, I did it. Wenn es mir möglich war, habe ich es gemacht. People ask me, why did you walk? Und Leute haben mich auch gefragt, warum gehst du zu Fuß? I don't really know. Ich weiß es nicht wirklich. I mean, I had a lot of motivations, but ich meine, es gab da sehr viele Motivationen, aber they changed. Die haben sich verändert. From country to country, circumstance to circumstance. Von Land zu Land, von den einen Umständen zu den anderen Umständen. I mean, since that first pilgrimage. Seit dieser ersten Pilgerwanderung. I've probably walked in the 70,000 kilometers. Bin ich wahrscheinlich so um die weitere 70.000 Kilometer hinter mich gelegt. Kenshin's walked the majority of those with me. Und Kenshin ist die meisten davon mit mir mitgegangen. For what? Wofür? Well, I don't know. Ich weiß es nicht. It was something to do. Es war etwas, das man tun konnte. It's a commitment. Und es war auch ein Entschluss, eine Sache zu tun, einfach um sie zu tun. Not to accomplish anything. Nicht dabei, was to zu erreichen, einfach zu tun, um es zu tun. Because it's something I can do. Weil es etwas ist, das ich tun kann. Makes sense to me. Und für mich macht das einen Sinn. No money. Ohne Geld. In robes. In Roben. Outside. Draußen. Begging for everything. Um alles betteln. Never knowing what's next. Nie zu wissen, was als nächstes kommt. Makes sense to me. Für mich macht das Sinn. I can do that. Und das kann ich tun. Where do you work? Wo arbeitest du? Hier in Hamburg. Hier in Hamburg. Yeah. Bei einer Autovermietung. At the auto rental place. Okay. Which one? Welche? Europcar. Europcar. Oh, okay. I rent from Hertz, sorry. Oh. Ich miete bei Hertz, es tut mir leid. It would be difficult for me to do what you do. Für mich wäre es zum Beispiel schwierig, das zu tun, so wie du es machst. Really, since my time as a soldier. Einfach seit meiner Zeit als Soldat. That sort of life doesn't make any sense to me. Ergab diese Art des Lebens keinen Sinn für mich. Work. Es funktioniert für mich nicht. So I understand when soldiers have difficulty in holding jobs. Ich habe deswegen Verständnis dafür, wenn Soldaten Schwierigkeiten dabei haben, einen Job beizubehalten. But I can do this. Aber das hier, das kann ich machen und das macht für mich Sinn. Most of the time. Meistens. Sometimes I go, oh. Manchmal sage ich mir auch, oh je. Question. Fragen. No why. Also kein Warum. How did you deal on your path with desperation? Sometimes well and sometimes not so well. Ja. Manchmal bin ich gut damit umgegangen, manchmal nicht so gut. Ja. Yeah. I learned to just have it. Ich habe gelernt, es einfach zu haben. And that all things that come into existence pass away. It is the
reality of impermanence. Und alle Dinge, die anfangen zu existieren, ziehen auch vorüber. Das ist die Realität der Unbeständigkeit. I also understood the desperation. Ich habe dabei auch verstanden, dass bei der Verzweiflung, the suffering that grew out of my ideas, es ist auch ein Leiden, das durch meine Ideen entstand. How I thought things should be. Wie ich eben dachte, dass die Dinge sein sollten. There was a time. Es gab eine Zeit. 3 o'clock in the morning, 4 o'clock in the morning. 3, 4 Uhr morgens. Alone. Alleine. Not being able to sleep. Nicht schlafen können. Where I was consumed by a kind of desperation. Wo ich von einer Art der Verzweiflung vereinnahmt war. Because in the silence. Weil im Schweigen, in der Stille. That is 3 o'clock in the morning. Die dann um 3, 4 Uhr herrscht morgens. I was left alone with me. Da war ich ganz alleine mit mir. My thoughts, mein Gedanken, my feelings, mein Gefühl, my perception, meine Wahrnehmung. And all of my judgments about those things. Und all meine Beurteilungen dieser Dinge. And I didn't like them. Und mir gefielen diese Beurteilungen nicht. I can't communicate to you. Wirklich, ich kann dir das nicht kommunizieren. Unless you've had the experience. Es sei denn, dass du die Erfahrung selbst gemacht hast. I cannot communicate to you. Ich kann dir nicht kommunizieren. The residual impact, die noch bestehenden Einflüsse, that I experience, die ich noch erlebe, as a result of killing someone, aufgrund dessen, dass ich jemanden getötet habe, or of people attempting to kill me, oder dessen, dass Menschen im Versuch waren, mich zu töten. I can't explain it. Das kann ich so nicht erklären. I can't communicate that. Ich kann das so nicht kommunizieren. And there is a desperation with that. Und darin steckt für mich eine Verzweiflung. A wanting to. Es gerne zu wollen. A wanting to be able to take all of that experience and put it inside of you. Nämlich all diese Erfahrungen nehmen zu wollen und sich die in dich hineinstecken zu können. So that you would know. So dass du das dann weißt. So that I wouldn't be alone with it. So dass ich dann damit nicht mehr alleine bin. So I know desperation. Also ich kenne Verzweiflung. And I can see the streams of suffering I created. Und ich kann die Strömung des Leidens sehen, die ich erschaffen habe. In an effort to get rid of this suffering, rid of this desperation. In meinem Bemühen, dieses Leiden und diese Verzweiflung loszuwerden, das irgendwie in Ordnung zu bringen. What was needed was acceptance. Obwohl das, was da gebraucht war, this is like this. Akzeptanz war, weil es war so, wie nothing es can be changed about it. War. Nichts konnte daran so geändert werden. I can never really give you the experience. Ich konnte dir nie had, genau die Erfahrung übermitteln, die ich gemacht habe. But I can stop being silent about it. Aber ich kann aufhören, diesbezüglich schweigend zu sein. Because my conditioning is to not talk about these things. Weil meine Konditionierung ist, über diese Dinge nicht zu sprechen. And I do. Aber ich mache das. With a soldier who's still in the military, I talk about these things. Mit dem Soldaten, der eben noch im Militär ist, von dem ich schon gesprochen habe, ich spreche mit ihm über diese Dinge. For my actions, I'm responsible. Für mein Handeln bin ich verantwortlich. I can't change anything I did. Ich kann an dem, was ich getan habe, nichts ändern. But I can change what I am. Aber ich kann, how I am, wie ich bin, was ich bin, in relation to that. In Beziehung dazu, das kann ich ändern. I don't do anything with my desperation. Und ich mache nichts Besonderes mit meiner Verzweiflung. I recognize what it grows out of. Ich erkenne, woraus sie erwächst. And I work towards acceptance. Und ich arbeite an der Akzeptanz. And the tools of this disciplined spiritual practice support me in that process. Und die Hilfsmittel, die Werkzeuge dieser disziplinierten spirituellen Praxis, die unterstützen mich in diesem Prozess. Sitting just to sit. Das Sitzen, um zu sitzen. Walking just to walk. Zu gehen, um zu gehen. Eating just to eat. Das Essen, um zu essen. Studying just to study. Zu studieren, um zu studieren. Not to gain anything. Nichts daraus zu erlangen. To study just to study. Zu studieren, einfach um zu studieren. Understanding that my responsibility, und dabei verstehen, dass meine Verantwortung, putting on robes, wenn ich Roben anziehe, is to be of service, ist zu dienen. To Lord Buddha. Und zwar Lord Buddha zu dienen. And who is Buddha? Wer ist denn Buddha? Well, all of this is Buddha. All das hier ist Buddha.
Buddha is not an entity. Buddha ist keine Wesenheit. Buddha is the reality of existence. Buddha ist die Realität der Existenz in all ihren Formen. To be of service. Dem zu dienen. And give up my ideas, constantly surrender my ideas of what being of service means. Um meine Ideen aufzugeben, ständig immer wieder aufzugeben davon, was das bedeutet. And understand that sometimes I am of the nature to just feel desperate. Und dabei zu verstehen, manchmal ist es so, ich bin so beschaffen, mich auch verzweifelt zu fühlen. And it will pass if I let it. Und das wird vorübergehen, wenn ich das zulasse. Question. Fragen. What does inherited karma mean for you? Well, inherited karma. Also das geerbte Karma can't actually be known. Kann einem so nicht bekannt sein. In its completeness. In seiner Vollständigkeit. It's only revealed to me through my interactions or my interrelations with the world around me. Das zeigt sich mir nur in meinem Austausch, meinen gegenseitigen Beziehungen zu der Welt um mich herum. And inherited karma. Das geerbte Karma. As I understand it now. So wie ich es jetzt verstehe. Are the emotional, psychological, spiritual conditioning passed to me. Das sind die emotionalen, spirituellen, psychologischen Bedingungen, die mir übermittelt wurden. Through all of generations preceding me. Durch all die Generationen, die mir vorangegangen sind. All of those generations preceding me gave rise to my existence. All diese mir vorangegangenen Generationen haben zu meiner Existenz geführt. But there's also inherited karma from the collective conscious. Aber es gibt ja auch das geerbte Karma durch das kollektive Bewusstsein. The collective conscience is reflected through the society and culture we live in. Und das kollektive Bewusstsein spiegelt sich wieder in der Kultur und der Gesellschaft, in der wir leben. The institutions. In den Einrichtungen, Institutionen. Education, religion. Der Bildung, economics, der Religion, der Wirtschaft. Politics. Der Politik. You know, an institution in and of itself has no identity. Eine Einrichtung an sich hat keine eigene Identität. Its identity grows out of what happens as a result of the people who make up that institution. Und die Identität erwächst nur daraus als Ergebnis dessen der Person, die diese Einrichtung ausmachen. You put a group of people together. Wenn man eine Gruppe von Menschen zusammenbringt. And out of that grows an organism or an entity. Und daraus erwächst ein Organismus, eine Einheit, eine Einrichtung. A collective conscious. Ein kollektives Bewusstsein. People begin to conform their behaviors to certain ideas. Und so, dass dann Menschen auch bestimmten Verhaltensarten entsprechen, bestimmten Verhaltensideen entsprechen. That also influences us. Auch das beeinflusst uns. That's also karma we inherit. Auch das ist Karma, das wir erben. Family generations, collective consciousness. Also die Familiengeneration und das kollektive Bewusstsein. They demonstrate themselves to us. Das demonstriert sich uns. Or they demonstrate I begin to know the karma I've inherited. Und es fängt an für mich, dass ich mein geerbtes Karma kennenlerne. Through my willingness to be still at 4 o'clock in the morning when I can't sleep. In meiner Bereitschaft 4 Uhr morgens, wenn ich nicht schlafen kann, still zu sein. And my willingness to look at the truth of my life. Und die Bereitschaft, mir die Wahrheit meines Lebens anzuschauen. Not color it, not justify it, not rationalize it. Es nicht zu färben, es nicht zu rechtfertigen und es auch nicht zu rationalisieren. To not judge it. Nicht zu verurteilen. And to look at my judgments of it. Und mir meine Verurteilung oder Beurteilung dessen mir anzuschauen. That's how I understand inherited karma. So verstehe ich das geerbte Karma. The amazing thing about inherited karma. Und die unglaubliche Sache, die erstaunliche Sache beim geerbten Karma is that it can be changed. Ist, dass es verändert werden kann. I'm not locked into a fatalistic path that. Also ich stecke da nicht fest, ich bin nicht da eingesperrt in einen fatalistischen Pfad. It can be changed. Es kann verändert werden. My father was a soldier. Mein Vater war Soldat. My grandfather was a soldier. Mein Großvater war Soldat. My great grandfather was a soldier. Mein Urgroßvater war Soldat. All of them fought in war. All of them fought in war. Alle haben im Krieg gekämpft. I was told my grandfather
father, grandfather, great-grandfather. My great-great-grandfather. Also mein Ur-Ur-Ur-Großvater. I was told he was also a soldier in war. Ist mir auch gesagt worden, dass er Soldat im Krieg war. I was a soldier in war. Ich war Soldat im Krieg. Inherited karma, family, collective. Und da ist eben das geerbte Karma, familiär und kollektiv. The United States has been a country for 266 years. Die Vereinigten Staaten existieren als Staat, als Land, jetzt 266 Jahre. 216 of that they've been at war. Und 216 von diesen Jahren stecken sie im Krieg. Somewhere. Irgendwo. Collective consciousness. Das kollektive Bewusstsein. I have a son. Ich habe einen Sohn. Who is 42. Der 42 Jahre alt ist. I'm 66. Ich bin 66 Jahre alt. You don't have to think about this. Da müsst ihr euch keine Gedanken drum machen. I'm born in November 21st. Ich bin am 21. November geboren. That makes me a Scorpio. Das führt dazu, dass ich ein Skorpion bin. You don't have to think about all this. Auch das muss man sich nicht drüber... All of the major planets are in Scorpio. All die vorrangigen Planeten stecken if in Skorpion, kind of questions. Falls ihr solche Art fragt. My son has never been in the military. Mein Sohn ist nie im Militär gewesen. He's never been to war. Er war nie im Krieg. First. Der Erste. In this paternal lineage. In dieser väterlichen Linie. He wears a uniform. Er trägt Uniform. He's not a police officer or firefighter. Er ist nicht Polizist und er ist auch nicht Feuerwehrmann. He still wears a uniform. Aber er trägt immer noch Uniform. He's a commercial airline pilot. Er ist ein kommerzieller Flugpilot. You see the process of transformation. Sieht der Prozess der Transformation. As I am, the world becomes. So wie ich bin, wird die Welt werden. I didn't hide the reality of my life from him. Ich habe die Realität meines Lebens nicht vor ihm versteckt. Inherited karma. Das geerbte Karma. He's got his own stuff. Er hat sein eigenes Zeug. Yeah. But not that. Aber nicht das. Question. Fragen. We had this already today. Do you believe in a gradual path? Sort of steps towards enlightenment through several lifetimes, mm-hmm. Or do you believe in the sudden enlightenment, like you said tonight, with them? Both. Ich glaube an beides. No, really, both. Wirklich beides. Well, so, sort of. Also auf eine gewisse Art. I'm not one of these several lifetime guys. Also ich bin nicht derjenige, der eben viel an diese mehrere Leben denkt. I think that's too literal and too literal a grasping of what reincarnation is. Ich denke, das ist eigentlich zu wortwörtlich, buchstäblich genommen, also was mit Reinkarnation gemeint ist. I mean, it's also true that I've lived several lifetimes. Es ist nämlich auch wahr, dass ich mehrere Lebensspannen gelebt habe. But in this form now. Innerhalb dieser Form jetzt. From the time I came into existence until I will pass away. Von dem Zeitpunkt an, als meine Existenz begann, bis zum Zeitpunkt, wenn sie aufhört. I've lived several lifetimes. Innerhalb dessen habe ich mehrere Lebensspannen gelebt. The mind is a curious thing. Weil der Geist ist schon eine merkwürdige Sache. I really like watching my mind. Es gefällt mir, meinen eigenen Geist zu beobachten. My intellect. Mein Intellekt zu beobachten. I marvel at it sometimes. Manchmal bin ich ja ganz erstaunt. I'm holding the cup, ich halte diese Tasse. And a thought runs through my head. Und dann geht mir der Gedanke durch den Kopf. I wonder if I can throw it through that window. Ich frage mich, ob ich die durch das Fenster werfen könnte. Just pops up in my mind. Hier, solche Art Gedanke kommt einfach in den Kopf. Like just wow. And I want to throw it. Genau, und ich will es dann eigentlich auch werfen. I have no idea where it comes from. Keine Ahnung, wo das herkommt. But I have impulse control today. Also heutzutage habe ich auch Kontrolle meines Impulses. I don't have to believe my intellect. Und ich muss meinem Intellekt nicht sofort I'm not controlled by it. Glauben, ich muss mich von dem nicht kontrollieren this lassen. Is the point of practice. Und darum geht es auch bei der Praxis. That I can have the thoughts, dass ich diese Gedanken haben kann. Without judging or without reacting. Ohne die zu verurteilen oder darauf zu reagieren. I can watch them come into existence and pass away. Ich kann beobachten, wie die auftauchen und dann vorbeigehen. And go, because some of the thoughts. Weil einige dieser Gedanken. Really? Yeah. At the height of Zen practice in China. So der Höhepunkt der Zen-Praxis in China. There were seven different schools. Da gab es sieben unterschiedliche Schulen. But they were divided into two categories. Die waren in zwei Kategorien aufgeteilt. North and South.
Norden und Süden. And there was this debate, this endless debate. Und da gab es eine Debatte, eine endlose Debatte, separate the schools. Die dazu benutzt wurde, um die Schulen voneinander and the debate was exactly about this. Zu trennen. Und bei dieser Debatte ging es genau darum. One school of thought was that all enlightenment was gradual. Also ein Gedankenstrang ging darum, dass alle Erleuchtung stufenweise stattfindet. You had to work yourself into it. Dass man sich dort hinarbeiten muss. Another school of thought was that enlightenment was sudden. Und der andere Gedankenstrang war dann, dass es bei der Erleuchtung etwas ist, das ganz unerwartet und plötzlich stattfindet. And they fought over this for years. Und jahrelang, Jahrhunderte lang haben die darüber gekämpft. Enlightenment is both sudden and gradual. Erleuchtung ist beides, stufenweise und even if it appears to be sudden, weil selbst wenn es einem plötzlich erscheint, it has been gradual. War es schon stufenweise. Even though it's been gradual, und selbst wenn es stufenweise war, when it happens, it's sudden. Wenn es dann geschieht, ist es plötzlich. Both are true. Beides ist wahr. But the things that we grab onto to create specialness. Aber die Dinge, wonach denen wir greifen, damit doch was Besonderes. And enlightenment isn't even the point. Und bei der um die Erleuchtung geht es ja nicht mal. The point is to practice, just to practice. Worum es geht, ist einfach zu üben, um zu üben. If I'm engaged in spiritual practice to become enlightened, wenn ich mit der spirituellen Praxis zu tun habe, I'm not engaged in spiritual practice. Um erleuchtet zu werden, dann bin ich gar nicht wirklich damit, habe ich mir gar nicht wirklich darauf eingelassen. Only in my ideas of it. Nur mit meinen Ideen. And my ideas are driven by my inherited karma. Und meine Ideen sind über mein geerbtes Karma getrieben. And being born into this form, I am conditioned to seek extinction. Und indem ich in dieser Form geboren bin, ist es so, dass es ein Verlangen danach gibt, des Erlöschens, ein endloses Erlöschen. I don't want what's not. I want only what feels pleasurable. Ich möchte nur, was sich angenehm und erfreulich under my anfühlt. Ideas are pleasurable. Und wieder meine Ideen, was erfreulich ist. Today I was riding on on the U-Bahn. Heute bin ich mit der U-Bahn gefahren. And Kenshin and I were standing. Kenshin und ich standen. And two seats in front of me, und to my right. Zwei Sitzplätze zu meiner Rechten vor mir. There was a young woman sitting there. Da saß eine junge Frau. She had a sleeveless top. Sie hatte ein Trägerhemd an. When I looked at her, als ich sie anschaute, I immediately understood that she was a cutter. Wusste ich sofort, dass sie ein Mädchen ist, das sich schneidet. Her arms were scarred from her wrist to her shoulders. Ihre Arme hatten Narben von dem Handgelenk bis rauf zur Schulter. Outside and inside. So beides, außen, im Außen genauso wie im Innen. Both arms. Beide Arme. It's the only thing I could see. Das war das Einzige, was ich auch sehen konnte. Her face wasn't scarred. Ihr Gesicht war nicht vernarbt. But, and from this cutting? Und dieses Schneiden? She took pleasure. Daran hat sie, das war für sie was Erfreuliches. In a sort of way. In einer gewissen Art und Weise. I worked with a former soldier. Ich habe mit einem ehemaligen Soldaten zusammengearbeitet. Who used to cut himself. Der das gewöhnlich gemacht hat, sich zu schneiden. Because it brought him relief. Weil ihm das wiederum Erleichterung verschuf. Einen Moment lang. So pleasure. Also dieses Erfreuliche, dieses Vergnügsame is not what we define as pleasure. Ist nicht das, was wir davon definieren. But what the organism attaches itself to. Sondern was unser Organismus daran hängt. So we seek that which is pleasurable to escape that which we think is uncomfortable. Und wir suchen deshalb nach dem, was wir erfreulich erleben, gegenüber dem, was wir als unbehaglich erleben. Extinction. Das ist das Erlöschen. We seek extinction endlessly. Wir suchen nach dem Erlöschen endlos. The point is stop. Es geht darum, damit aufzuhören. Stop grasping. Aufzuhören zu greifen. Practice just to practice. Zu praktizieren, einfach um zu praktizieren. Last question. Letzte Frage. Wenn wir in der tibetischen Tradition so viel Wert darauf legen, den Erleuchtungs-, also die Motivation, die Erleuchtung zu erzielen, 14 words. So in the Tibetan practice, there is a lot of emphasis on enlightenment being a motivation. Sort of, it's a motivational path to enlightenment. So then, it would be an obstacle, right? This sort of emphasis. I don't know. What do you think? What thanks to. My 14 words are already gone. Well, it doesn't require that you answer.
Also es ist nicht notwendig, dass du jetzt auch direkt darauf antwortest. What do you think? Aber sich zu fragen, was denke ich da? This is the point. Das ist es. Darum geht's dann. The whole point of practice is to wake up. Bei der Praxis geht es ums Erwachen. It's my ideas of that. Aber die Ideen davon. And what I think I have to do to achieve those ideas that create suffering. Und was ich denke, was ich machen muss, damit ich diese Ideen verwirklichen kann, das ist das, was Leiden schafft. Kensho. Kensho. Great Awakening. Großes Erwachen. Is a byproduct. Ist ein Nebenprodukt. Of just sitting. Des einfach Sitzens. So it's written. So steht's geschrieben. But that's not why I sit. Aber deshalb sitze ich nicht. And sitting isn't what I call sitting. Und das, was ich Sitzen nenne, ist auch nicht das Sitzen. The root of practice is on the cushion. Die Wurzel der Praxis ist auf dem Kissen. What's the most important thing in your life? Was ist das Wichtigste in deinem Leben? Quickly. Ganz schnell was. Erleuchtung zu erlangen. To achieve enlightenment. Okay. All right. No, it's good. This is good. I want you to. I'm going to do an exercise here. Also ich mache hier noch mal eine Übung. I don't know if I've ever done this here or not. I can't believe it. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal gemacht habe, obwohl ich nicht glauben kann, dass ich es noch nicht. I want you to make an effort to put yourself in my skin. Aber ich würde gerne, dass du dich bemühst, mal in meine Haut zu schlüpfen. In that moment. In dem Augenblick. What was the most important thing in my life? Was war das Wichtigste da in meinem Leben? To breathe. To breathe. Without your breath. Ohne deinen Atem. No enlightenment. Keine Erleuchtung. Enlightenment is the most important thing in your life is one breath. Erleuchtung, das Allerwichtigste in deinem Leben ist der eine Atem. Followed by one breath. Gefolgt vom nächsten Atem. Because you breathe in doesn't mean you breathe out. Weil man einatmet, heißt noch lange nicht, dass man ausatmet. And because you breathe out doesn't mean you breathe in. Weil man ausgeatmet hat, heißt es noch lange nicht, dass man einatmet. So while you're chasing after all of your ideas of enlightenment, you are avoiding the very foundation of life. Und wenn du den Ideen der Erleuchtung nachjagst, vermeidest oder versäumst du die wirkliche Grundlage des Lebens. Breathe. Der Atem, das Atmen. Knowing that you're breathing. Atmen, wissend, dass man atmet. The foundation of practice begins on the cushion. Und die Grundlage der Praxis beginnt auf dem Kissen. Silence. Die Stille, das Schweigen. Concentrating on the breath. Sich auf den Atem zu konzentrieren. And then we see through experience how that sitting on the cushion flowers into everything that we do. Und dann sehen wir durch die Erfahrung, wie das, was wir auf dem Kissen erleben, dann in allem erblüht, was wir. Because if we only sit on the cushion, this is not the point. Und wenn wir nur auf dem Kissen sitzen, das ist auch nicht der Punkt. Study and practice aren't two things. Das Studieren und die Praxis, das sind nicht zwei verschiedene But Dinge. Study is not practice. Aber das Studium ist nicht die Praxis und die Praxis ist nicht das Studium. On the back of my neck, I have a tattoo. Hier an meinem Nacken habe ich eine Tätowierung. It's a calligraphy from Dogen. Es ist von Dogen eine Kalligraphie. Dogen was the patriarch of a particular Zen school in Japan. Und Dogen war der Patriarch einer bestimmten Zen-Schule in Japan. The teaching is Shoji. Und diese Belehrung ist Shoji. Life, death. Leben, Tod. Within life, im Leben, there is death. Steckt der Tod. Within death, there is life. Im Tod steckt das Leben. Well, life is a finite experience through birth. Und obwohl es so ist, dass das Leben eine abgeschlossene Sache ist mit der Geburt. And death is a finite experience through the cessation of this existence. Und der Tod ist eine abgeschlossene Sache durch das Beenden dieser Existenz. They are not two things. Sind das nicht zwei verschiedene Nor are they one. Dinge, aber sind auch nicht eins. You can't think yourself through the understanding of that. Und man kann sich durch dieses Verständnis nicht hindurchdenken. It is not an intellectual process. Es geht dabei nicht um einen intellektuellen Prozess. In the moment we think we know, that's not it. Und in dem Moment, wo wir denken, jetzt wissen wir es, ist es das nicht. So the kind of knowing I'm talking about, weil die Art des Wissens, von dem ich spreche, is a place of understanding beyond intellect. Ist ein Ort des Verstehens jenseits des Intellekts. Because the intellect is driven by conditioning. Weil der Intellekt durch die Konditionierung getrieben ist. The point is to wake up. Es geht schon darum, zu erwachen. To all of our ideas about what awakening up means. Zu erwachen, all den Ideen und Vorstellungen, die wir haben dazu, was Erwachen und Erleuchtung ist. Which is not waking up. Was wiederum nicht das Erwachen ist. Time to bring the evening to a close. Zeit, dass wir den Abend beschließen. And I'll do this in a usual way. Und ich tue das auf eine für mich gewohnte Art und Weise. In the tradition ordained, we bow. In der Tradition, in der ich Ordination habe, verneigen wir uns. And the bowing is a very specific practice. Und das sich verneigen ist eine ganz bestimmte Übung.
We're taught to place our palms together. Da wird uns gezeigt, dass man die Handflächen aneinander legt. With our thumb tips touching. Auch die Daumen berühren sich. And resting against the first knuckle. Die Daumen liegen an den ersten Knöcheln. And then the tip of our longest fingers are parallel with the tip of our nose. Und die langen Fingerspitzen sind parallel mit der Nasenspitze. Not too high. Gar nicht so hoch. Not too low. Und nicht zu niedrig. Not too stiff. Nicht zu steif. Not too casual. Nicht zu beiläufig. Precise. Ganz präzise. And then when we bow. Und wenn man sich dann verneigt. We bow deliberately. Dann verneigt man sich dort. At the waist. Absichtsvoll. And nothing else moves. Man nur bewegt sich nur aus der Hüfte heraus, nichts anderes. The name of dabei. The position is Gassho. Und der Name dieser Position ist Gassho. G-A-S-S-H-O. G-A-S-S-H-O. So in Gassho. Yes, in Gassho. I bow to Kenshin. Verneige mich vor Kenshin. For her courage. Für ihren Mut. For her support. Für ihre Unterstützung. And for her commitment to wake up. Und für ihre Entschlossenheit aufzuwachen. And und for her phenomenal translation. Für ihre phänomenale Übersetzung. Because without her, I wouldn't be able to communicate with. Weil ohne sie könnte ich mit einigen von euch nicht kommunizieren. So it's with gratitude that I accept her support. Und aus Dankbarkeit, dass ich ihre Unterstützung akzeptiere. To the people here at the center. Und hier die Menschen des Zentrums, who hold this place, die diesen Platz aufrechterhalten, who invite me, die mich einladen, who give me the opportunity to meet with all of you. Die mir die Gelegenheit geben, euch zu begegnen. I bow to them in gratitude. Ich verneige mich vor ihnen in Dankbarkeit. And to all of you, und an euch alle, Buddhas to be, werdende Buddhas. Because of your existence, I am committed to practice. Wegen eurer Existenz bin ich entschlossen zu praktizieren. If there's anything I can do to be a support to you, please do not hesitate to ask me. Und wenn es irgendwas gibt, was ich tun kann, um euch zu unterstützen, dann zögert bitte nicht, mich zu fragen. Or hesitate. Oder zögert. Ask me anyway. Fragt trotzdem. I will be in Semke Ling Friday, Saturday, Sunday. Ich werde Freitag, Samstag, Sonntag im Semke Ling sein. Come join me. Komm doch, mach Let's mit. Practice together. Lasst uns gemeinsam üben. Nothing's more important. Es gibt ja nichts Wichtigeres. Nothing. Nichts. Anything we place in front of practice, alles, was wir der Praxis voranstellen, only adds to suffering. Fügt noch mehr Leiden zu. So I look forward to see you all there. Also freue mich, euch alle dort wiederzusehen. So for coming out on a Wednesday evening, dafür, dass ihr heute Abend, an einem Mittwochabend, hergekommen seid. For being patient with me, und jetzt mit mir auch geduldig wart. In my thickness, in meiner Dickflüssigkeit. I bow to you in gratitude. Ich verneige mich vor euch in Dankbarkeit. Oh yes, and to all the people who are watching on the live stream. Und all diejenigen, die jetzt auch über den Livestream zuschauen. I found out that this is like streamed over the internet. Genau, ich habe das herausgefunden, dass es übers Internet auch, ausgestrahlt wird. Through that device up there. Und ich vermute mal durch dieses Gerät da oben. Yeah, so for all of you out there. Also an euch alle. For all of you out there in Internetland. Also alle, die im Internetland sind. For sitting with us together here. Dass ihr gemeinsam mit uns gesessen habt. I bow to you in gratitude. Ich verneige mich vor euch in Dankbarkeit. Yeah.